Ach, da sind wir schon wieder hier bei Redlets Minecraft Technikgerödel. Jetzt gucken wir doch mal, was wir hier von diesen Alveris austauschen können. Also die Bienen, die drin sind. Da werden wir ein bisschen was austauschen, dass wir nicht so viele davon hier platzieren müssen. Ich denke, ich werde hier eine Ender wegreduzieren. Das behalte ich jetzt mal im Hinterkopf. Industries behalten wir. Das ist Oil. Das haben wir ja auch noch. Was mit dir los? Ach, die macht Pause, ja. Der wurde gestoppt automatisch. Diese beiden sind gestoppt. Hier werden wir vielleicht auch noch eine aufs Eis legen. Ganz genau, da kommt nämlich eine andere Biene rein. Die Emerald ist nämlich auf dem Weg. Und hier hat sie schon eine Wabe gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass diese Emerald hier die richtigen Vanilla-Emeralds macht. Dann haben wir das ja geklärt. Finde ich super. Okay. Das hier ist eine Refined. Guck an. Die macht hier zusätzlich noch diese Petroleum-Comb. Da werden wir mal gucken, wenn man das ausgeschleudert. Ich nehme mal eins raus. Da gucken wir gleich mal. Das habe ich jetzt auch gar nicht nachgelesen. Das entscheide ich dann kurzfristig, wie ich da weiterverfahre mit diesem Dingsbums. Das finde ich auch ganz spannend. Also kommt das jetzt hier rein. Und dann gucken wir mal, was da jetzt für ein Käse rauskommt. Dich nehme ich mal raus hier. Warum das da drin ist, weiß ich nicht. Hier, zack, ab ins System. So, was haben wir denn da jetzt Feines bekommen? Nix. Propolis. Ach doch, hier, Petroleum-Propolis. Ja, und ich nehme an, wenn wir das ausschleudern, dann kommt da Biosprit raus. Biosprit. Naja, ich weiß nicht, bin ich nicht so scharf drauf. Biosprit. Wir müssen erstmal was anderes machen. Ich brauche Ventile, sehe ich gerade. Ventile 1, 2, 3, 4. Wir müssen noch einen Tank machen, einen kleinen. Mensch, was ist denn da hier los? Das ist ein Iron-Tankwall, das auch. Die sind alle doppelt. Ja, sowas. Sehr komisch. Ach, wie dem auch sei. Hier ist noch ein Überbleibsel von einer MF. Nee, Quatsch, einem Mittelvolt-Dravo. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Dinger gingen. Ich glaube, ein Schalter und Eisengitter. Das ist immer ein Elend, die Dinger hier zu suchen. Iron Bars. Ach. Ich suche da nicht. Hier. Könnte es so gewesen sein? Gute Frage. Und einen schwitzigen Schalter. Da hast du nicht gesehen. Oh, im Kellergeschoss müssen wir auch weitermachen. Ein paar Steinchen habe ich noch rein. Hier haben wir es. Sehr schön. Ein paar Steinchen habe ich noch rein. Damit wir das nicht so in die Länge ziehen. Aber es ist schon noch einiges zu tun. Gut, dann machen wir nämlich das mit und ich nehme das mit. Und dann brauchen wir hier noch. Hier habe ich auch noch ein paar Kabel nachgemacht, Nummer 18. Ich habe Mittelvolt-Transformatoren gemacht. Noch. Ich hatte sogar noch vier oder fünf Reaktorkammern irgendwo hier in der Kiste. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann brauchen wir Squeezer. Squeezer, Squeezer, Squeezer. Dann brauchen wir Energieleitungen. Die sind im Rucksäckel. Ja, haben wir da alles anwesend. Und wir brauchen, Moment, wir füllen ja da was rein. Da brauchen wir wieder so Uplight-Energistics-Gelumpe. Ganz genau. Ach, da war ich ja schon ewig nicht mehr dran hier, ne, an dem Zeug. Auf alle Fälle brauchen wir so eine Interface. Jetzt Pisten. Wie war denn das jetzt? Wir müssen was reinfüllen. Ja, also müssen wir machen einen Stink, nicht einen Stinky-Piston, sondern einen ganz normalen Piston. Wo ist denn der? Der kleine Scheißer, das sind Stinky-Piston. Hier, Piston. Gut. Coole Sache, das. Piston und. Was kam da noch hin? Ich will jetzt einfach mal raten, was das war. Nee, 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 nee. Das kann nicht sein. Ich weiß es nicht mehr. Glas? Redstone-Kabel? Nee, ME-Kabel muss auf alle Fälle hin. Und jetzt kam noch was hin. Eisen war's. Exportbus. Falls es falsch ist, auch nicht so schlimm. Ach nee, es wird doch nicht etwa dunkel. Moment mal. Nee, wird's nicht. Wird es nicht. Jetzt werden wir nämlich mal Folgendes machen und um diese öligen Waben kümmern. Das muss hier mit hin. Und ich will das ja eigentlich so machen, dass dieses ME-Kabel
Netzwerk nicht aufgebläht wird, ne? Also ich will die Kabel sehr kurz halten. Ach, das wäre hier schon toll. Ich hätte das hier ein bisschen cleverer bauen können. Ja, das ist ein bisschen blöde alles. Ein bisschen blöde. Auf alle Fälle brauchen wir einen Platz für den Tank. Ja. Weil hier hätte ich auch Energie, aber da müsste ich so ein langes ME-Kabel ziehen bis hier rüber. Das ist auch scheiße. Also ich finde das jetzt nicht klug. Und den Tank, den machen wir parallel. Also hier haben wir einmal einen Tank für fossile, für fossiles Öl. Und wir machen einen Tank für dieses Bienenöl. Und das klemmen wir dann hier parallel mit drauf. Also vielleicht über einen Umschalter oder irgend sowas. Das wäre vielleicht klug. Ich könnte es natürlich auch hier reinpumpen. Aber dann kann ich ja nicht auswählen, fossil oder nicht fossil. Es wäre schon klug, das wäre hier hinten mit drauf, ne? Dann, wir können ja das so machen über eine Switchpipe. Über eine Switchpipe. Hier wäre noch Platz, ne? Aber wenn wir das hier daneben wursteln, das sieht scheiße aus. Das ist, ach, das ist nicht gut. Wir müssen es hier noch verlängern, in diese Wand es einlassen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder in diese Wand hier noch den Tank einlassen. Das wäre noch besser. Ich weiß es nicht. Weil wir müssen eine ewig lange Strippe ziehen hier auch. Ne, irgendwie. Oben in der Decke entlang vielleicht. Oder unten drunter weg. Wo das Öl dann dorthin fließen soll. Dahinter, ne? Das haben wir auch noch. Ich habe da jetzt überhaupt nicht... Ich habe das immer noch nicht ausgefuselt. So sieht's aus. Oder hier in diese Wand mit rein. Das wäre vielleicht noch eine Sache. Wo der Tank ist, ist eigentlich Brust. Ja. Wir müssen halt nur aufpassen, dass das Wasser hier nicht reinbricht. Ich meine, hier ist ja noch ein bisschen Platz. Wir müssen mal außen was gucken. Im Endeffekt ist mir das Wurst, wo der Tank ist. So, und dann gucken wir ja mal. Ja, da wäre noch ein Plätzchen frei. Hier unten drunter. Das könnte klappen. Also hier unmittelbar daneben den ganzen Mist hier weg. Das einfach stehen lassen. Lampe weg. Irgendwo muss der hin. Wo ist mir echt Wurst? Der muss auch nicht so groß sein. Das ist unwichtig. Und das hier für ein Loch. Ist ja lustig, ne? So. Das sind jetzt 1, 2. Moment mal. Ja, wenn der oben abschließt, dann reicht das. Dann ist das wieder so ein 720er. Aha, da kommt schon Erde. Ja, der muss da irgendwie mit rein. Das ist überhaupt kein Akt. Kein Thema. Das hier kann ich gleich mal aufruppen. Ach, hier ist eine Leitung. Naja, gut, das biegen wir schon irgendwie hin. So. Und da müssen wir noch eins rein. Aber hier oben ist Gras, sehe ich. Oh, ne, naja, obwohl das geht. Was ist das für ein Kabel? Das ist mit den Solarzellen, ne? Hat das was zu tun? So, und dann lassen wir den hier einfach ein bisschen ein. Ja, ich denke, das ist eine gute Wahl hier. Das können wir so lassen. Halt, nee, da muss er eins tiefer. Dann ist das so ein bisschen abgesenkt, geht nicht ganz so weit hoch, ne? So, und dann kommt hier der Tank rein. So. Ventil unten. Eins. Dann, wenn wir das hier aber aufkloppen. Ne, hier können wir nichts hin machen. Das wäre nicht klug. Von da. Aber hier knallen wir eins rein. Also so. Das sind zwei. Einen innen brauchen wir und einen out. Ne? Das ist schon alles. Und nach oben werden wir hoffentlich nichts brauchen. Stone. Stone. Und das können wir dicht machen. So ist gut. Ja, so ist okay.
Na. Also, da. Nee, 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 nee. Hier kommt Fenster rein, dass wir hier ordentlich was sehen. So, dann mache ich hinten einfach dicht. Tschock, tschock. Das hält mich jetzt ein bisschen auf. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Aber das habe ich jetzt davon mit dem Ölbienen. Diesen Schwachsinn noch. So, jetzt ist schon Ende Gelände. Das gibt's doch nicht. Also was habe ich auch nicht im System. Jetzt wird's dunkel, ne? Ist schon. Naja. So. Na, die kann ich doch hier auch zusammenbauen. Die paar Dinger. So, da haben wir wieder Nachschub. Machen wir mal ein kleines Nickerchen. Bubu. Sehr cool. Ja, dann knuddeln wir das einfach irgendwie an. Ich höre doch irgendwas. Ich habe da eben was, irgendwas Lustiges gehört, ne? Schritte. Meine eigenen vermutlich. So. Und dann kommt hier... So, Tank. Bumm aus. Sieht nicht so schön aus, aber tut's. Ja, da ist er so ein bisschen in die Wand eingelassen. Ist okay. So. Und dann ziehen wir die Leitung clever hier unten entlang. Und hier hinten mit drauf. Ja, oder einfach hier mit. Das geht auch. Wir können es auch zur Not hier drauf machen. Wenn das fossile Öl alle ist, dann fließt das hier einfach nach. Ist doch Wurst. Da machen wir einen Schalter hin mit einer Switchpipe oder so. Das tut's. So. Was denn das für eine Energieleitung hier? Die hat was hier mit zu tun, ne? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich die gelegt habe. Die hat irgendwie anders gelegt, heimlich. Müssen wir mal aufruppen und gucken. Das wäre ein Projekt, das hier mit anzuschließen. Ah ja, das ist ein Output. Ja, das können wir ruhig machen. Das ist okay. Ob nun da oder da, ist scheißegal. Das wäre echt ein Problem, ein Ding hier. So. Und dann... Na Moment mal. Energie von unten. Na, hier habe ich einmal... Das wäre nicht schlecht, wenn das hier mit stehen würde. Einerseits ist das gar nicht mal übel. Die Lampe können wir eventuell noch einen Tick versetzen. Dann nehmen wir mal an, der Bursche sitzt hier. Ist zwar knapp, aber ist wurscht. Den können wir zur Not auch einlassen, sehe ich gerade. Ne? Aber besser wäre es, er steht oben drauf. Dann machen wir einfach ein Gabel. Zack. Fertig, sind wir. Und die Leitung nach hinten runter. Also hier. Ein bisschen Spein geht das. Naja, möglichst. Also egal. So. Und hier geht's dann rein. Wenn ich das jetzt hier herstelle, meinen Squeezer, komme ich dann... Erstmal brauche ich noch so eine Energieleitung. So. Dann kommt Squeezerchen obendrauf. Nämlich hier. Also Energie hat der Bursche jetzt und jetzt pumpt man das hier raus. Einfach hier und dann zack nach unten. Ne? Das wäre ein Projekt. Also... Das habe ich nicht noch eine Wooden Waterproof hier irgendwo, irgend sowas? Nee, Wooden Transport. Aber ich habe doch in mein AE-System Schlauch. Also diesen grünen Dingsbumschlauch, Dichtungsschlauch. Hier. Na, das ist ja ein Ding. Dann baue ich das nämlich gleich hier zusammen. Eine Wooden. Und dann haben wir doch hier irgendwo, hier Cobblestone, Industrial, Waterproof. Sehr schön, das tut's. Das muss mal ein bisschen weichen hier, der ganze Kram. Ich brauche das und das. So, dann machen wir die hier zu Waterproof.
Und dann ziehen wir die da raus, ganz genau. Und hier fließt der Kram rein. Also so. Dann schön unten entlang, dass wir... Hier ist schon Reinforced Stone von dem unteren Geschoss. Das ist auch so ein Ding. So, da. So, und jetzt hier. Ich hoffe, das geht. Hoffentlich tut der Red Power Timer hier nicht irgendwas machen wollen mit der Pipe, mit der Triggerei und sowas. Wisst ihr ja nicht. So, und dann sagen wir, hier ist da irgendwas drin. Liquid in Tank pumpen, ne? Ach, das geht. So schlecht ist das nicht. Das ist eine gute Lösung da. Und dann kommt ME-Kabel, brauche ich jetzt. ME-Kabel. Nee. Hier ist welches. Mensch, da können wir gleich hier das ganze Tankzeug ein bisschen loswerden. Was ist denn da noch von Quatsch da? Das. So. Habe ich jetzt alles? Ich denke schon. Hoffentlich tut da nicht noch irgendwas anfallen, wenn man den Krempel ausschleudert. Na komm, was ist denn jetzt los? Willst du nicht? Hast du Angst, du aller Bauer? Dann machen wir das ganz einfach so. Und so. Hi. Da haben wir nämlich Energie gespart. Jetzt tut er hoffentlich nicht irgendwas rein. Ganz genau. Und jetzt sagen wir dem einfach System. Und da müssen wir irgendwo hier dieses Propolis haben. Dieses Ölige. Da, 58. Ah, ist nicht viel, aber pa. Und das kommt hier rein. Sehr schön. Naja, viel ist es nicht, was da rauskommt, aber immerhin. Das läuft ja dann eh nur mal ganz kurz. Ne? Hier, das ist nämlich das Blöde. Das war klar, dass so ein Mist anfällt. Okay, das ist auch kein Thema. Das können wir wieder rausziehen mit anschließen. Da hat sich das. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Und dann fließt das Öl hier rein. Ne? Naja, immerhin. Ein bisschen was. Kleinvieh macht auch Mist. Das füllt sich schon auf. So, dann müssen wir hier so einen Importbus bauen. Damit das Propolis hier wieder zurückfließt mit Stinky-Pisten, ME-Kabel, Eisen. So. Und da ziehen wir das wieder raus. Ich hoffe, dass die Energie hier noch reicht. Dann machen wir dann gleich mal eine Kontrolle. Das werden wir eh noch ein bisschen aufstocken müssen, weil da ja dann noch ein bisschen was dazukommt. Ein ganz schöner Batzen kommt da noch dazu. So, und dann kommt hier das ME-Kabel, was jetzt Redlet nicht dabei hat. Naja. Okay. Ein ME-Kabel. So, das lassen wir erstmal. Das müssen wir jetzt noch nicht verbinden. Hauptsache, es ist erstmal irgendwie im Tank. Zur Not teleportieren wir es, dann sind wir auch fertig. So. Nein. Das wieder von Quatsch. So. So halt. Zack. Und dann holt er den Krempel hier ab, ne? Alles, was hier anfällt. Ganz genau. Na gut. Ist doch hier gut. Passt so. Habe ich nicht so eine lange Leitung. Okay. Was ist da jetzt drin? 12 Eimer, 13 Eimer. Ja, 13 Eimer sind 13 Eimer. Ich meine, da kommen jetzt noch ein paar Bienchen dazu. Ölige. Dann verdoppeln wir den Ausstoß. Und das werden wir hier machen. Also wir werden hier eine Honigbiene abziehen. Dann müssen wir natürlich die Steuerung deaktivieren. So, und die kommt hier ganz außen hin. Wo ist jetzt die Königin? So. Da haben wir gesagt, Päuschen. Hier werden wir nichts verändern, da das nicht mehr produziert wird. Und da kommt jetzt ein zweiter Satz von den Bienen rein.
Die, glaube ich, sind ganz gut. Mal schauen, wenn die schnell arbeiten, nehme ich die. Naja, das Fast ist an der falschen Stelle, ne? Was ist das? Nichts. Hier ist auch noch ein Sätzchen. Da müssen wir jetzt direkt mal vergleichen, welche in Frage kommen. Falsch. Shotter slower und du warst Shotter, es ist genau dasselbe. Ja gut, dann machen wir das jetzt so, dass ich die hier noch einfach mal durchlasse und nehme das andere Pärchen, das hier fürs Öl. Da kommt ja auch ein bisschen Honig raus, ne? So, also die hier rein. Und jetzt müssen wir die Steuerung hier abschalten. Die dann nämlich sagt, hier ist nämlich ein End. Genau, ist das. Nee, das ist nicht klug. Machen wir es so. Nee, Blödsinn, Riesenblödsinn. Das hier soll möglichst weg sein. So. Und hier sagen wir einfach Items in Inventory. Macht er jetzt schon was? Das verknüpft er, ne? So, jetzt ist es nicht belegt. Jetzt müsste es auf alle Fälle pumpen. Sollte gehen. Müssen wir einfach mal beobachten. Mal sehen. Ich könnte hier unten auch mal eine Fackel reinstellen. Das wäre praktisch. So, da komme ich ja dran vorbei. Ja, genau, das ist gut so. Spitze. Okay, schnell ins Bett gegangen. Dann werden wir das noch einstellen. Dann haben wir zwei ölige. Das soll erstmal genügen. Das werden wir schrittweise erhöhen. Jetzt brauchen wir es noch nicht so dringend. Dann können erstmal zwei Pärchen wursteln. Und. Ja, das ist ganz okay. Also, ich brauche ölige Waben. Hier sind ölige Waben. Da sagen wir einfach, die sollen abgeholt werden. Nehme ich hier 10 Stück. Da ist schon eine drin gewesen, ne? Also, die haben schon gewurstelt. So, die Bienen holen wir erstmal nicht ab. Die sollen erstmal ein bisschen wursteln und dann stelle ich das später ein. Gut, der macht dann weiter, wenn der Honigtank angebrochen wird, dann werden die automatisch wieder angestoßen. Hier haben wir schon ölige, die sind schon 24 Mal durchgelaufen. Industries, das ist unsere Lapisbiene. Und hier haben wir eine Edenik und jede Menge Ender. Da kommt jetzt noch eine weg. Und da wird die Emerald irgendwo unterkommen. Oder ich mache noch so einen Stock. Das ist auch kein Thema. Das ist überhaupt kein Thema. Dann hätten wir hier noch ein Plätzchen frei irgendwo. Hier könnt ihr mit hin. Hier auf diese Seite könnte ich die mitmachen. Aber dreimal Ender braucht man dann auch nicht. Ja, also mit den Enderperlen ist jetzt echt genug. Ach, die ist noch nicht ganz fertig. Sehe ich gerade. Ich hätte sie schon ganz gern rein. Die ist eh ziemlich langsam. Okay. Halt, ich muss noch was schauen. Okay. Vielleicht kriegen wir das Fast. Nee, das ist nicht gut. Shorter Slowest. Slowest. Nicht wirklich, ne? Na, ist auch wurscht. So viele Emeralds brauchen wir dann auch nicht. Oh, Moment. Slowest. Nachtaktiv. Na, ist egal. Jetzt habe ich die mit Rock gekreuzt. Das ist natürlich doof. Und die ist wahrscheinlich ist auch Rock. Da müssen wir aufpassen. Da brauchen wir hier halt ein bisschen Cobblestone. Das müssen wir dann dort daneben irgendwo platzieren. Ist ja kein Problem. So,
Da können wir uns das jetzt aussuchen, ne? Ich würde sagen, wir machen dann hier irgendwo Rock. Also hier. Da kommen die auf alle Fälle hin, die Burschen. Und hier einmal. So, fertig aus, ne? Erde kann mal hier mit rein. Okay, hier mal fix aufgeräumt. So, dann warte ich jetzt mal ab, bis die hier fertig ist. Bis die sie ausgekaspert hat. Die hat es geschafft. Hier. Wie es aussieht. Die ist jetzt rein. Moment, ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken. Was ich davor hatte und ob ich das überhaupt mache. Also, wenn ich die jetzt mit einer Diligent kreuze, das machen wir mal. Mit einer Diligent. Zuerst mal muss ich aufräumen. Das ist immer das Elend mit der Aufräumerei. So, und jetzt brauche ich eine Diligent. Da habe ich hier schon welche vorbereitet. Dann nehme ich jetzt zwei mit und hau die nochmal drüber. So, und jetzt müsste hier was anderes rauskommen, demnächst. Dich schmeiße ich gleich in die Donne rein hier. So. Okay, dann lassen wir das jetzt alles mal vor sich hinwurzeln, das Zeug. Und unten könnten wir vielleicht noch eine Lage Stein reinziehen.